Beweg dich, du Abschau! Jämmerlicher Abschau. Ach du Scheiße. Kein Vladic in Sicht. Oh Mann, kannst du diese Scheiße glauben? Nein. Neues Ziel, Beweisfotos für die... für den Völkermord. Bringen wir es hinter uns. Du Scheiße, Alter. Beeil dich! Was soll ich denn noch machen? Ach du Kacke, Alter. Super, wie er wandert. Oh Gott! Diese verdammten Tiere! Wir sollten darüber und alle umbringen! Scheiß auf Wheelers Mission! Wir sind schon sehr lange Freunde, daher habe ich das jetzt überhört. Du musst dich jetzt zusammenreißen, und zwar sofort. Wir dürfen uns keine Fehler leisten. Du hast gesagt, Vladic ist hier. Was für das hier? Woher soll ich wissen, wo Vladic ist? Das Schwein ist wahrscheinlich betrunken in seiner eigenen Pisse eingepennt. Woher soll ich's wissen? Vladic ist nicht die Mission, Karl. Unsere Aufgabe ist der Film. Du siehst doch, was draußen los ist. Worauf warten wir? Wir sollten Vladic sofort killen und uns so einen zweiten Besuch sparen. Hier geht es nicht nur um einen Mann, Karl. Die Welt muss diesen Film sehen. Die NATO lässt keinen weiteren Völkermord in Europa zu. Und wie viele Unschuldige müssen noch sterben, bevor diese bekackten Bürohengste sich entscheiden, dagegen etwas zu unternehmen? Wir wissen nicht mal, wo Vladic ist. Ich kenne deinen Ort. Ich hol mir Vladic. Allein, wenn es sein muss. Synchro 1A? Du bringst uns zu Vladic ohne Tricks, sonst bist du tot. Verstanden? Ja, verstanden. Nick nicht so schwul mit dem Kopf. Sehen wir, was passiert. Jetzt, ich muss mich auf ihn aufmerksam machen. So viel zum Laden. Es ist okay. Wir gehen auf die andere Seite. Bleibt nah bei mir und tut, was ich sage. Mach keine Dummheiten. Mach auf die Buchse. Okay, los geht's. Immerhin ist der Sound der Waffe einigermaßen in Ordnung. Ich kann die scheiß Waffe nicht wechseln. Okay. Das hat auch keiner gehört jetzt. Nein. Ist hier zu leise. Oh Mann. Ich entwickle mich zu einem Gronk, der gerade Grimtät spielt. Benutzt ein Messer. Der linke Hurensohn ist für mich. Der Sack lebt immer noch. Du stehst wohl auf Abschlachten. Wie fühlt sich das an? Karl, verdammt, Mann. Bring das unter Kontrolle. Halt die Klappe und geh. Aber echt mal. Ist die Pussy unter den Leuten hier. Pussy. Oh, ich hab doch noch eine Pistole. Bisschen effektiver für den Nahkampf. Paar zu viel, als dass ich die abballern könnte. Ich werde wahrscheinlich gleich gesehen. Ja. Das Glück ist mit uns. Was für ein Glück? Oh nein! Schieß, Cole! Netter Schuss, Partner. Hier lang.
Was soll das, Leute? Ich kann nicht mehr als ihn direkt anvisieren und abschießen. Mehr geht nicht mehr. Wirklich nicht. Eieieiei. Ich find sowieso kacke, dass dann hier das Leben wieder aufgefüllt wird. Schalte du die Patrouille aus. Ich nehme den anderen. Es soll kein Alarm ausgelöst werden. Roger. Aber das war falsch. So, habe ich hier einen roten Punkt, weil die direktes Draufvisieren funktioniert ja nicht. Ja, viel zu langsam. Abschuss. Der hat doch gesehen, dass ich den abgeballert habe. Außerdem müssen wir nicht dir folgen, wir müssen ihm folgen. Er ist doch gar nicht, wo wir lang müssen. Spacko. Und in jedem komischen Spiel gibt es immer irgendeine Mission, wo die Soldaten den Befehl verweigern. Ergo, wie schlecht ist denn bitte schön die amerikanische Soldatenschaft Gedönsteil? Ja. Schalt ihn unbemerkt aus. Da, so kann man es mich auch mal definieren. Das ist nicht immer nur, die Amis retten den Tag, sondern die Amis verweigern die ganze Zeit Befehle und so. Verdammte Mörser. Das wird ja ziemlich konkret hier. Sag mal, wie kommst du hier klar? Mein Cousin lebt in New York. Er vergoldet jeden Tag 5 Stunden im Stau. Wie man das macht? Das ist nur eine andere Art von Dschungel. Anpassen oder sterben. Okay, ja, das ist so richtig. Da, seht! Hey! Bitte, Soldate! Schuhkerle! Wir haben nichts gemacht! Bitte! Brüche, Brüche! Wie die Kakobelle! Bastarde! Ich kenne diese Männer. Ich kümmere mich darum. Kein Problem. Wartet ihr. Nein! Merinov! Freunde, hallo, ich bin es, Merino. Ich kenne dich, du hast mir 10 gefälschte Uhren verkauft, angeblich aus der Schweiz. Dabei war das irgendein chinesischer Ramsch. Was für ein netter Zufall. Gib mir jetzt mein Geld zurück mit Zinsen, sonst bist du ein toter Mann. Wir brauchen diesen Arsch lebend. Jetzt habe ich Marinov im Header verpasst. Okay, das war cool. Was für eine Scheiße geht jetzt ab? Ey, bitte, Soldate, Schuhkerle! Wir haben nichts gemacht, bitte! Sei ruhig und nicht angreifen. Nicely, einfach nur nicely. Wie die Kakobäsche. Was ist das, Alter? Ich kenne diese Männer. Ich kümmere mich darum. Kein Problem. Wartet hier. Nein, Merinov. Freunde, hallo. Ich bin es, Merinov. Wer ist denn dieser Typ? Ich kenne dich. Ja, 10 gefälschte Uhren und Schinken hast du mir verkauft. Des Weiteren hast du mir auch ein Stück von der Schweiz und so, ne? Was für ein Zufall. Schalte sie aus! Wir brauchen diesen Arsch lebend! Ne Britisch! Ne Fahrt! Was soll das? Mein ganzer Kopf fliegt auseinander und deswegen kann ich noch leben! Ich bin der scheiß Ami! Ich muss diese Fähigkeiten haben! Nicht dieser scheiß, ist das überhaupt Russe? Türke? Palästinenser? Sei ruhig und nicht angreifen! Ja. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Brüder, Brüder, Glut! Ey, du bist der Arsch, der mir das verkauft hat. Das war eigentlich nur billiger Ramsch. Jetzt kriegst du es zurück. Du musst ihn ein bisschen retten. Psch, daneben und nochmal von vorne. Wir kennen die Geschichte jetzt langsam. Freunde! Ey, geh mal einen Schluck. Ne, ich kann keinen Schluck trinken. Ja, was für ein netter Zufall und so. Schalte sie aus! Wir brauchen diesen Arsch leben! Gut, Patron! Zwei Amerikaner! Verlitiger! Mehrere Feinde im Hintergrund. Sichern und laden. Wenn ihr mal sowas habt, sie töte ich ihn persönlich.